Zum Abschluss der 31. Runde der Tipico Bundesliga konnte Rapid Wien einen 4:1 gegen Admira Wacker einfahren. Wir haben für euch in der Mixed Zone des Allianzstadions die Stimmen zum Spiel eingefangen. Thomas Murg, 4:1 gegen Admira Wacker, wie war das Spiel heute aus deiner Sicht? Ja, ich denke, dass wir die ersten 15-20 Minuten sehr gut waren, dass wir ein, zwei Chancen hatten auf 1-0. Dass dann die Admira besser waren, ist, dass sie mehr Spielanteile hatten, dass wir sehr tief gestanden sind. Das war ein bisschen unser Plan, weil wir gewusst haben, dass es von der Kraft her auch nicht über 45 Minuten jetzt gehen wird, dass wir nur pressen. Und das ist dann super aufgegangen. Die Admira hat zwar den Ball gehabt, aber nicht viele Chancen. Wir haben dann zwei Konter perfekt genutzt und ja, zweite Halbzeit haben wir es dann ziemlich schnell erledigt gehabt, den Sack zugemacht und im Endeffekt verdient gewonnen. Du hast mit deinem Doppelpack heute maßgeblich zu diesem Sieg beigetragen. Wie hast du die beiden Situationen erlebt? Ja, das erste war ein Ballgewinn, dann hat der Schwabi einen Ball gekriegt. Ja, ich bin dann tief gegangen, er hat mir dann gut gespürt, ich habe einen super ersten Kontakt gehabt. Ja, habe dann gesehen, dass der Verteidiger sehr, sehr schnell zu mir kommt. Dann habe ich auch mal gedacht, dass er sich nicht so schnell am Drehen kann, dann wie ich. Ist klar, ich habe dann den Vorteil, kann auch innen gehen und er war dann drin und im zweiten hat auch der Dern super den Ball gewonnen. Der Louis macht dann Druck auf die Ketten, spielt man perfekt drüber. Ich habe dann eigentlich mit den Innenseiten ja, nur mehr den Ball ins lange Eck befördern müssen und das ist ganz gut gelungen. In der ersten Halbzeit bist du im Strafraum zu Fall gebracht worden oder bist gefallen. Was aus deiner Sicht den Elfmeter? Wie hast du die Situation wahrgenommen? Ich habe so wahrgenommen, dass ich einen Schlag gekriegt habe aufs Knie. Ich glaube, eine Berührung war da, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass das wahrscheinlich eine 50-50-Situation war. Man muss sie nicht pfeifen, sagen wir so. Das Restprogramm ist, sagen wir mal, nicht leicht. Es kommt Sturm Graz, man trifft auch auf Red Bull Salzburg. Geht es für dich auch um Platz 3 oder ist vielleicht sogar noch Platz 2 möglich? Nein, ganz Platz 3 ist unser ganz klares Ziel. Es ist ja auch der LASK in Reichweite, die uns noch locker einholen könnten, wenn wir batzen. Aber natürlich ist auch Platz 2. Wir spielen jetzt gegen Sturm Graz. Wenn wir da gewinnen, sind es 2 Punkte. Und wir haben immer gesagt, unser Ziel ist Platz 3. Aber wenn nach vorne hin was möglich ist, dann werden wir alles dafür geben, dass wir das auch schaffen. Und so ist es jetzt. Wenn wir in Graz gewinnen, wie gesagt, sind es 2 Punkte. Und dann ist alles drin für uns, dass wir auch Zweiter werden. Aber natürlich auch für Sturm und für den LASK. Ich sehe da ein bisschen einen Dreikampf jetzt. Es hat jeder Druck, es hat jeder schwierige Spiele, aber wir freuen uns jetzt auf die Wochen, die werden richtig geil werden. Jetzt trifft man innerhalb von wenigen Tagen gleich zum zweiten Mal auf Sturm Graz. Wie wird sich das Spiel nächste Woche aus deiner Sicht gestalten und nimmt man dieses Spiel auch als Chance wahr, sich zu revanchieren? Nein, das denke ich nicht. Es wird wieder ein ziemlich ähnliches Spiel. Es wird sehr umkämpft sein. Es wird eine Riesenstimmung sein wieder von beiden Fanlager. Es wird ein geiles Spiel. Wir freuen uns wirklich drauf. Es geht auch um sehr viel. Es geht immerhin, wenn Sturm gewinnt, sind sie eigentlich durch. Dann sind sie Zweiter. Wenn wir gewinnen, machen wir es nochmal spannend. Von dem her freuen wir uns riesig auf das Spiel. Und es wird wie am Mittwoch schon ein knappes Spiel. Thomas Murg, alles klar und Dankeschön. Eine Frage habe ich, Thomas. Du hast in den letzten Wochen sehr treffsicher viele Tore gemacht. Kann du selbst, was hast du gemacht? Was hat sich getan, dass die Kugel jetzt nicht mehr ins Alu geht, sondern hinein? Nein, in erster Linie habe ich einfach geübt. Ich mache sehr viele Abschlüsse im Training, übe die Situationen, die ich im Spiel dann habe. Und das habe ich dann natürlich noch die Stangenschüsse dann noch mehr da. Ich habe wirklich sehr viel Zeit am Platz verbracht. Habe das ja quasi ein bisschen zwingen probiert und ja, dann ist es ein, zwei Mal gut gegangen und jetzt kommt man in so ein bisschen einen Lauf, wo man einfach ruhiger wird vom Tor, wo man ein bisschen entspannter ist und dann sind die Bälle auch drin. Andreas Leitner, 1:4 Niederlage gegen Rapid Wien. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, ich habe so gesehen, dass eigentlich, ich glaube, erste Halbzeit vor allem ein hervorragendes Fußballspiel war. Von beiden Seiten, ich glaube, erste Halbzeit haben wir das auch ganz gut gemacht. Und ja, natürlich haben wir dann sehr, sehr einfache Fehler gemacht und Rapid war da heute einfach im Konterspiel, was sie anboten, um die Konteraktion, haben sie einfach brutal ausgenutzt und da haben sie halt die gewisse Qualität, die was man dann im Endeffekt dann auch nicht mehr verteidigen kann. Auf dem Papier liest sich 1:4 natürlich doch sehr eindeutig. War es dann auch im Endeffekt für dich auch so eindeutig auf dem Spielfeld? Ja, also zweite Halbzeit, wie gesagt, dann schon. Da war Rapid natürlich überlegen und da haben wir Anfang der zweiten Halbzeit versucht, aus einem sicheren Spielaufbau vielleicht wieder ins Spiel zurückzukommen, aber dann mit dem dritten Tor war das eigentlich erledigt und dann hat Rapid einfach nur mal den Ball laufen lassen, sind wir hinten nachgelaufen und das hat dann wieder. Trotz dieser Niederlage kann man, glaube ich, schon sagen, dass diese Bundesliga-Saison bislang auch sehr gut aus Sicht der Admira verläuft, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir wissen, wer wir sind, woher wir kommen und von dem her stehen wir nach wie vor auf einem guten Tabellenplatz für unsere Verhältnisse oder für die Admira. Und ja, jetzt werden wir alles reinhauen, dass wir in die letzten Runden noch den Tabellenplatz halten. Und abschließend noch eine Frage. Nächste Woche kommt der WRC. Was muss man da verbessern? Ja, einfach die einfachen Ballverluste im Mittelfeld abstellen, dass wir nicht wieder in Konter hineinlaufen und ansonsten genauso spielen wie erste Halbzeit heute. Ich glaube, das war
das war ganz gut und von dem her werden wir das versuchen so zu bestreiten. Von Schwab 4:20 gegen Admira Wacker, wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, über 90 Minuten war es ein verdienter Sieg. Wir haben sehr gut reingefunden ins Spiel, haben schon viel Druck ausgeübt, haben die eine oder andere gute Chance vergeben. Dann haben wir gemerkt, dass es ja in Graz doch anstrengend war und dass keiner kostet hat. Dann haben wir ein bisschen abgewartet, haben die Admira mal ein bisschen kommen lassen, wollten schauen, was die machen. Und die haben uns dann ein bisschen in die Karten gespielt, weil sie ja, versucht haben, in die Mitte reinzuspielen. Und dort haben wir dann gute Ballerobereien gehabt und so sind auch das 1 und 2-0 gefallen. Und ich glaube, zweite Halbzeit hat man dann gesehen, dass wir dazugelernt haben in dieser Saison. Dass wir das clever runtergespielt haben mit noch sehr guten Tormöglichkeiten und ich glaube dann ja, in der zweiten Halbzeit ist nichts mehr anbrennt und von dem her war das heute ein guter Auftritt und ich hoffe, wir können das jetzt die letzten 5 Runden so weiter durchziehen. War das heute die richtige Reaktion auf die Cup-Niederlage in Graz? Ja, natürlich. Das Cup-Spiel hat weh dann, das hinterlässt natürlich Spuren. Ich glaube, bis Freitag, Samstag hat es jeden richtig wehtun, aber wir haben gewusst, dass wir heute wieder aufstehen müssen, weil der LASK lässt einfach nicht locker und wir wollen da jetzt mindestens Dritter werden und schauen, dass wir jetzt uns wieder gut vorbereiten und dann haben wir Sturm auswärts, LASK auswärts, Salzburg daheim, also richtig harte, gute Spiele und für die müssen wir gewappnet sein. Du hast angesprochen, der Kampf um Platz 3 kommt jetzt zu einem richtigen Showdown. Wie siehst du da die Ausgangsposition? Ja, beide Mannschaften performen, beide Mannschaften punkten in den letzten Wochen. Ja, richtig heißer Kampf um Platz 3 und wir dürfen da jetzt überhaupt nicht locker lassen. Ich glaube, dass es bis zum Schluss eng bleiben wird und gut ist, dass wir jetzt zur richtigen Zeit richtig in Form gefunden haben, weil jetzt geht es um die Entscheidungen und da müssen wir da sein. Nächste Woche geht es gegen Sturm Graz. Wird dieses Spiel auch im Zeichen der Cup-Revanche stehen? Ja, ich glaube, Sturm auswärts ist eine schwere Partie, das haben wir jetzt im Cup gemerkt. Wir werden halt zu regenerieren, das war eine harte Woche für uns, Derby, Sturm, jetzt die Admira. Und werden uns so vorbereiten, dass wir dort gewinnen können. Ich glaube, wir haben heuer in Graz noch nicht gewonnen und das nehmen wir uns natürlich vor, aber wir wissen, wie schwer es ist, wenn wir es jetzt im Cup erlebt haben. Manuel Thunwald, 4:20 gegen Admira Wacker. Wie war das Spiel aus deiner Sicht heute? Ich denke, es war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben gut gekontert, haben unsere Torchancen sehr gut rausgespielt und auch eiskalt verwertet. Was waren für dich heute die Faktoren zum Sieg? Wir waren, denke ich, sehr kompakt in der Defensive, haben unsere Räume sehr gut genutzt in der Offensive und sind auch so zu vielen Torchancen gekommen. Und ich denke, ja, das war der hauptsächliche Faktor für den heutigen Sieg. Du hast dort auch ein Tor erzielt. Erzähl uns einmal ein bisschen was zu dieser Situation. Wie hast du sie wahrgenommen? Ja, es war ein Eckball von uns. Wir haben kurz abgespielt. Der Schneckel hat einen guten Überblick gehabt, hat mich gesehen und ja, ich hatte viel Zeit, konnte den Ball locker annehmen und dann habe ich einfach nur aufs Tor geschossen und zum Glück hat der Verteidiger noch abgefälscht. Das Restprogramm in der Bundesliga ist noch hart. Sturm, Salzburg, wie stellt sich für dich die Ausgangsposition im Kampf um Platz 3 dar? Ja, also natürlich keine einfache Aufgabe. Wir wollen jetzt in erster Linie erstmal aufs nächste Spiel gegen Sturm konzentrieren, dort ein gutes Ergebnis erzielen und dann schauen wir von Spiel zu Spiel weiter. Geht das Spiel gegen Sturm nächste Woche auch im Zeichen der Cup-Revanche? Ja, ich denke schon, wir wollen unbedingt gewinnen dort. Und ja, auf jeden Fall dann, falls die Chance noch da ist, den zweiten Platz holen. Ja, das war es soweit aus dem Allianzstadion. Wir wünschen euch noch einen angenehmen Sonntagabend und bis bald.